Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier in der Haut eines hohen Tieres, nämlich dem Maurigato. Kann man das Viech hauen? Na, normal nicht, ne? Und schauen uns hier mal so ein bisschen beim Hohen Rat um. Ja, sein Büro haben wir schon mal aufgesperrt, das ist ja nicht so schlecht. Wir haben auch Aufzeichnungen stibitzt und mal schauen, was es hier noch alles für uns an wertvollen Informationen gibt, beziehungsweise was wir mit diesem Typen noch an Räumlichkeiten aufsperren können, damit wir nachher nach Herzenslust rauben können. Neue Grundsätze der Artillerie. Feuerwaffen. Das war's. Feuerwaffen. Ja. Gut. Viel Info. Wieder eine verschlossene Kiste, ein Bauplan. Ei, Beschlüsse des Hohen Rates. Dieses Buch ist voller nützlicher Informationen. Wollen wir doch mal sehen. Corrientes sucht den Feuertempel. Da haben wir es doch. Sieh an, man erreicht ihn über die Bucht von Maracay, an der Küste von Arborea. Hier stehen die Koordinaten. Ach so. Aha. Hui, wir haben eine Errungenschaft freigeschalten, also von Steam. Schön. Anleitung zur vollständigen Runenmagie. Alter Mist. Hey. Ist das denn nicht eigentlich wieder eine Anspielung an Gothic? Die hatten doch diese Runenmagie, ne? Die Magier. Ein Tränkelein. Uraltes Buch. Alter Scheiß. Alter Scheiß, sehr freundlich. Okay, jetzt wird gleich wieder Durchzugsstraße sein, weil das Hündchen steht auf gerade. Und der will raus. Moment. Jetzt wird gleich gequetscht. Naja, Schmerztöter. Oder auch nicht. Vielleicht gibt es doch kein Quietschen. Schmerztöter nehmen wir mit. Sehr fein. Was haben wir hier noch? Noch ein Tränkelein. So, was haben wir da? Ganz altes Buch. Nichts Brauchbares. Sehr super. Und dann noch ein Trank. Na, komm. Nicht herumrollen, sondern den Trank nehmen. Den Piratendolch nehmen wir mit. Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Ich habe nämlich ganz vergessen, bei den Bücherregale genauer zu schauen. Ich Pfostelini. Das Buchlein hat, das Büchlein hatten wir schon. Hier waren wir auch schon, ne? So. Und die Truhe da lässt sich hier nicht öffnen, ne? Nö. Da drüben vielleicht noch was. Ein Bauplan. Da schauen wir einer an. Und dann schaut es auch schon fertig aus. Gut. Sehr gut. Das war doch bitte lukrativ. Da geht's rauf. Aha, dann sind wir wieder bei ihm. Dann können wir theoretisch... Ah, warte, wenn's da rauf... Da ging's runter dann auch, ne? Warte mal ganz kurz. Achso, da waren wir schon, ne? Da drüben waren wir ja schon drin. Naja, passt. Passt, passt. Alles gut. Alles gut. So. Dann noch hier hinten geklupscht. Was hätten wir da? Boah, das ist groß. Das Gebäude hier. Ach so, da sind wir bei der wieder. Okay, da waren wir schon drin. Da drüben ging es eh nicht weiter. Dann können wir theoretisch noch hier reinschauen. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Servus. Eine verschlossene Tür schon wieder. Mann, ey. Ansonsten ist da nichts. Okay. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Noch einmal in unseren Piratenkörper zu schlüpfen. Diese Aufzeichnungen dem einen Typ da drüben zu geben. Wieso sage ich, ich überlege das zu tun. Ich mache das einfach. Und wir machen auch noch gleich die Quest fertig mit den Bürgern. Bin ich hier richtig? Ich glaube ja. So, hier hin, dann darauf, dann hier rüber. Ja, passt alles. Und so, zurück in den eigenen Körper. Sollte ich das wirklich tun? Warum?
Ach so, wenn das gar nicht die Puppe dann weg ist, ne? Noch nicht. Dann vielleicht doch noch bei der Sitzung mitmachen. Boah, ich trau mich fast nicht, ich weiß nicht. Ha. Ich habe Angst, dass ich eine Quest kaputt mache. Und ich habe Sorge, dass das Zepter kaputt geht. Also diese Voodoo-Puppe. Normalerweise nicht, oder? Zocki, entscheide dich. Mach mal mit. Bin bereit. Ich bin bereit. Gut, dann informiert Meister Godin und Puko. Wir versammeln uns in der Ratskammer. Und wo finde ich die Deppen? Es wird eine Ratssitzung einberufen. Es wird eine Ratssitzung einberufen. Custodio hat's schon angekündigt. Wir sprechen über den Frieden. Was ist deine Meinung? Ich bin mir nicht sicher, Meister Maurigato. Bisher standet ihr mir immer mit Rat zur Seite. Du unterstützt das Friedensangebot. Du bist gegen Maras Angebot. Eigentlich gegen, ne? Du bist gegen Maras Angebot. Natürlich, das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, gegen müssen wir sein, oder? Für oder gegen? Ich mache sie verkehrt. Wo ist der andere Tropf? Da waren jetzt nur Wachen, ne? Das ist jetzt der eine Hampelmann dort. Also Hampelmann, sage ich immer. Das ist unser Verbündeter. War das der? Ich hab's jetzt vergessen. Lalala. Wahrscheinlich wird's der sein, ne? Dabdara. Dabdara. Dabdara bara. Und? Lass mich in Ruhe. Na, bin verkehrt. Scheißlich. Der darf gar nicht mitmachen. Das wundert mich gerade. Da muss der definitiv drinnen sein. Der Kerl, ich hoffe. Ja bitte? Ja, passt schon. Na, Entschuldigung. Einen Frosch im Hals. Sure. Jetzt bin ich da einmal im Kreis gelaufen und mir ist nicht aufgefallen, dass da noch so ein Kerl gewesen wäre. Das ist ja unser Zimmer. Da drüben war jetzt nur die Dame. Da unten ist ja auch nur eine Wache. Mal klopfen, vielleicht passt es eh schon. Vielleicht sind wir nur zu dritt. Na, es müsste noch einer sein, ne? Ohne Godin und Puko können wir nicht anfangen. Godin. Godin, ich weiß schon, das ist der eine Waffenbautypi, ne? War der jetzt hier erreichbar oder da drüben unten? Da drüben unten war er, ne? So. Da drüben unten. Irgendwo. Genau, genau. So, ich glaube da bin ich verkehrt. Wahrscheinlich. Na, da ist er. Gut hin. Auf geht's. Wir halten eine Versammlung ab. Um über das Angebot des Piraten abzustimmen? Was hältst du davon? Bisher habe ich mich euch angeschlossen. Aber Mara... Dieser Schlange ist nicht zu trauen. So viele unserer Schiffe hat sie zerstört. So viele Männer haben ihr Leben gelassen. Ich weiß, wir schulden euch viel, Meister Maurigato, aber dieses Mal werde ich euren Rat nicht annehmen. Ich kann in dem Angebot nichts Gutes entdecken. Ja, passt. Er stimmt auch dagegen, das ist sehr gut, und wir stimmen auch dagegen. Dann passt das schon. Dann habe ich es wahrscheinlich doch unbewusst richtig gemacht. Ja, wo der auch hingeht,
Der geht schon vor lauter Zorn an die Wände hoch. Habst du das gesehen? Ach ja. Oh, los geht's. Die Mitglieder sind versammelt. Ja. Ich stelle fest, dass Corrientes nicht anwesend ist. Ja. Dennoch bleibt der Rat beschlussfähig. Zur Abstimmung steht das Friedensangebot von Mara, überbracht von Kapitän Garcia. Mara bietet uns Frieden. Keine weiteren Überfälle auf unsere Schiffe, keine Angriffe auf Arborea. Im Gegenzug verlangt sie die Herausgabe aller magischen Artefakte, die sich im Besitz der Inquisition befinden. Wir haben dieses Angebot bereits zur Genüge diskutiert, von daher schreiten wir direkt zur Abstimmung. Beginnen wir. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, das Angebot anzunehmen. Frieden ist es, was wir benötigen. Die Artefakte zu behalten, bringt uns gar nichts. Die Magie hat uns nur Krieg und Zerstörung gebracht. Deshalb ist es klug, Maras Angebot anzunehmen. Wir können ihr nicht trauen. Warum auf einmal dieser Sinneswandel? Was hat sie mit den Artefakten vor? Ich sage, lehnen wir das Angebot ab und vertrauen wir auf die Protektoren. Nun, ich bin dagegen, denn es ist das Beste für die Bauern. Ich sage, wir lehnen das Angebot ab. Wir lehnen das Angebot ab. Wir haben alle Stimmen gehört. Jeder hat frei und offen entschieden. Das Ergebnis dieser Versammlung lautet 3-1 Stimmen gegen das Angebot von Mara. Meister Maurigato, ihr überrascht mich. Ihr entscheidet euch gegen den Frieden, obgleich ihr selbst dieses Angebot erst ermöglicht habt. Ich kann nur hoffen, dass ihr eure Entscheidung mit dem Verstand und nicht mit dem Geldbeutel getroffen habt. Dann beende ich hiermit die Versammlung. Das Volk hat entschieden. Wer noch etwas zu sagen hat, mag das jetzt tun. Das Volk hat entschieden. Das Volk hat entschieden. Das Volk hat entschieden. Eine Sache noch? Hä? Nö, passt das so, oder? Das Volk hat entschieden. Passt, dann sind wir fertig. Fix und fertig. Jetzt können wir theoretisch scheinbar... ja. Ich kann dir nicht helfen. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Ich wollte mit dem anderen quatschen. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Gut, dann gehen wir. Dab, dab, da, da, dab, 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 dab. Jetzt müsste passen. Jetzt können wir uns theoretisch wieder in unseren Körper begeben, weil wir müssten jetzt hier alles geklärt haben. Ich hoffe echt, das war jetzt kein Blödsinn, was ich gemacht habe. Normalerweise nicht, oder? Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Und in den Körper zurück. Sollte ich das wirklich tun? Warum nicht? Was ist passiert? Maurigato-Schlüssel erhalten, Büroschlüssel erhalten, Baupläne. Ja, weil die Truhen konnte ich eh nicht öffnen. Mir geht's gar nicht gut. Ich sollte mich ausruhen. Jo, mach das mal. Müsste passen, oder? Weil das ist nur eine Sicherheitsabfrage, ne? Jo, für den Fall, dass man sich verdrücken tut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Bericht erstatten, ne? Zu unserem Verbündeten da oben, ne? Der Kerl hier. Und jo, dann schauen wir weiter. Ich hoffe echt, ich habe nichts falsch gemacht. Sonst bessere ich das halt aus. Speichern wir auch nicht schlecht. Und zwar auf einen neuen Spielestand, den da. Ja, bitte. Hallo. Ich habe hier etwas gefunden. Ich habe hier etwas gefunden. Ausgezeichnet. Dann sind wir jetzt quitt. Ich brauche... Was? Ich bin neugierig. Wie geht's weiter? Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Wir sind fertig. Na, das obere. Ich bin neugierig. Wie geht's weiter? Nun, ich werde dieses Schreiben dem Hohen Rat vorlegen. Es wird eine Untersuchung geben. Und Maurigato wird große Schwierigkeiten bekommen. Und du willst deinen Platz im Hohen Rat einnehmen? Wenn man mich fragt, werde ich bereit sein. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient?
Sollte es nicht Lohn genug sein, dass ihr mit meiner Hilfe im Hohen Rat vorgelassen wurdet? Wie dem auch sei, ich denke, ich kann mich euch gegenüber großzügig zeigen. Danke. Und ich verlasse mich auf euer Geschick und eure Verschwiegenheit. Okay, wir sind fertig. Gut. Gut. So. Gegen Maras Angebot gestimmt. Ich hoffe echt, dass das so passt. Was nun? Was können wir nun anstellen? So, ich würde sagen, Logbuch mal. Der Schlaue, hä? Schiffsausstattung. Ach so, ja, genau. Genau, das ist das da. Was haben wir hier? Der Gierige. Über die Bucht von Marakai. Ach so, müssen wir jetzt mit dem Schiff weiter, oder was? Ah ja, die Bodenkleidung. Keine Ahnung, ob ich die noch kriegen werde. Da habe ich jetzt ein Bild was durcheinander gemacht. Entschuldigung. Tadada, tadada. Hallo. Ich brauche Bodenkleidung. Ich brauche Bodenkleidung. Ach so, ihr habt eine Anstellung gefunden. Nun, dann braucht ihr einen Rock. Also bei der Gelegenheit können wir auch über euer Schuhwerk reden. Nur den Rock. Ich habe noch einen in eurer Größe. Ein paar Änderungen hier und da und er wird passen. Na dann. Oh Gott, ist das teuer. Her damit. Ich nehme die Bodenkleidung. Dann probiert sie doch gleich mal an. Passt, mir ging es nämlich um den Ruhm. Oh, ich habe gleich den Ring vergessen. Du siehst so umwerfend aus. Aha. Ja, lach nur. Es ist alles für die gute Sache. Ah ja, ich sehe schon. Es spannt etwas über der Brust. Ach, ihr seid kräftig gebaut. Das wird nicht lange dauern. Aha. So, das sollte gehen. Dann bedanke ich mich. Cool, wir haben 9 Fetzen bekommen. Ich glaube, ich habe den Ring vergessen ändern, ne? Schlau wie ich bin. Ja. Natürlich, weil ich doof bin. So, schnell ändern. So. Da. Was kann der eigentlich? Rechte Hand, hoppala. Warte. Wo ist denn unser Waffi? Die Tarnharpune. Na. Bist du stark? Nein. Verflixt. Wo ist denn unser Zeltrufer? Da ist er. So. Und Ring habe ich jetzt eh den richtigen drin, endlich mal. Und Körper. Was kann das eigentlich? Silberzunge plus 10. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Schutz gibt es ja allerdings nicht so viel. Ich wollte sowieso mal unsere Klamotten auch ein bisschen umändern eigentlich, ne? Bei passender Gelegenheit. Ja. Aber derweil ziehen wir unseren Piratenfetzen wieder an. Fein, dann können wir theoretisch, so wie es ausschaut, zurück zu unserem Schiffchen. So wie es ausschaut. Stillgestanden! Jawohl, hab 8. So. Auf zum Schiff. Und dann werden wir die Aufnahmesession für heute beenden, weil es nur mehr eine starke Minute, so wollte ich sagen. Knappe 2 Minuten, aber das ist wirklich sehr knapp. Die Zeit reicht gerade so, dass wir mal auf dem Schiffchen sind. Und dann werden wir im nächsten Part, also in der nächsten Aufnahmesession, werden wir dann versuchen weiter zu segeln, wenn es schon möglich ist. Ansonsten müssen wir halt schauen, dass wir das hinbekommen. Patty ist auch da. Wunderprächtig. Sollen wir gleich lossegeln? Smalltalk können wir noch machen. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Wo? Er ist Corrientes zur Bucht von Marakai gefolgt. Also da treibt sich der Schweinehund rum. Wir können jederzeit dorthin segeln. Das Schiff ist bereit. Das ist gut. Wie mache ich mich? Wir sollten uns trennen. Warte hier, neuen Kurs. Ich habe noch grob übrig. Das machen wir im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Und für diese Aufnahmesession. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!